Leute, ich heiße euch recht herzlich zur ersten Folge von Halt's Maul, da beißt noch was im Jahr 2023 willkommen. Heute soll was richtig Geiles passieren, denn ich möchte auf eine Fischart angeln, auf die ich bisher noch nicht geangelt habe. Und das mit Jonas zusammen, der später noch dazukommt. Ich habe schon direkt vor Beginn des Angelns ein Glückshand gefunden. Ich hoffe, das verheißt was Gutes heute an diesem Tag. Ich will noch nicht weiter viel verraten. Ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen, um was es gehen soll. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben und uns beide heute hier begleiten bei unserer ersten Session auf diese Fischart. Seid gespannt, wir sind's auch. So, ihr habt es gesehen, ich bin zum Quappenangeln draußen mit meinem Fahrrad ein ganzes Stück aus Leipzig rausgeoxt. Hab das bisher in meinem Leben noch nicht ausprobiert, einfach weil für die Quappe sagt man ja immer so, kalte Temperaturen sind das Beste. Direkt vor mir treibt hier eine riesige Eisscholle an dem Bereich, wo ich mich jetzt hier hingesetzt habe, an ein Flüsschen, an ein Flussstück, wo hier wirklich so eine Staustufe den Fluss behindert, also es geht hier nicht weiter auf. Lässt sich auch wirklich einfach nicht verhindern, hier Bilder einzufangen, an denen man den Spot nicht relativ einwandfrei erkennt. Und heute, wie gesagt, Quappe. Ich habe zwei verschiedene Köder dabei, einmal einen Wurm und einmal habe ich mir Köderfische aufgetaut. Da habe ich zum einen ein paar Friedfische aus unseren Gewässern bei, aber auch noch vom letzten Hechtansitz ein paar Sardinenstücke. Und das werde ich heute mal als Fetzenköder ausprobieren. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ne? Wie gesagt, ich habe keinerlei Erfahrung, ich habe mich mal so ein bisschen kundig gemacht bei ein paar Leuten, was so die besten Köder sein sollen. Soll beides hoch im Kurs stehen. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich möchte ganz gerne auch mit einer gewissen Methode hier angeln. Und dafür, weil ich einfach dieses Flussstück nicht kenne und weiß aber, dass es hier an dem Fluss relativ steinig überall ist, man relativ viel Hängergefahr hat, vielleicht auch mal der ein oder andere Baum drin liegt, habe ich mich dafür entschieden, die Systeme von Fishstone heute mal mitzunehmen. Habe ich beim Karpfenangeln schon erfolgreich gefischt, aber ansonsten noch nicht so viel damit am Wasser ausprobiert. Ihr seht, hat so ein Plastebody und hier so ein Kautschuk, Naturkautschuk-Slip, mit dem ich einen Stein statt einem Blei montieren kann. Das habe ich jetzt hier als Durchlaufmontage montiert. Kleine Perle noch dran, Wirbel, kommt mein Vorfach rein. Habe meine Fiederruten dabei, mit denen möchte ich das heute fischen, einfach um auch leichte Zupfer erkennen zu können bei der Durchlaufmontage. Und just in case, ich habe irgendwie einen Hänger, kann ich auch den Stein eventuell loswerden, indem der Stein einfach aus meiner Schlaufe hier rausrutscht. Mit der Spinnrute habe ich gerade eben schon mal geguckt, was hier so die Tiefen angeht. Eine tiefe Seite, eine flachere Seite. Ich werde, glaube ich, eher gucken, dass ich die strömungsberuhigten Bereiche anfische und da meine Steine platziere. Wie gesagt, auf eine Rute einen schönen Tauwurm. Auf die andere ein Stück Fetzenköder aus einer Sardine. Ich werde das jetzt mal noch aufbauen. Ich bin extra ein Stückchen früher gefahren, damit ich euch hier noch was im Hellen zeigen kann. Jetzt ist es hier Wolken zugehangen, es nieselt. Man nimmt sich immer einiges so schön vor und plant alles extra und dann macht einem das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe trotzdem, dass es heute mit der ersten Quappe klappen kann oder aber auch, dass wir einen schönen Beifang bekommen. Letzte Woche war es ja noch richtig knackenkalt, bis minus 12 Grad, deshalb auch hier das Eis auf dem Wasser. Leider hat es in der Zeit nicht geklappt, mal ins Wasser zu fahren, aber ist glaube ich auch besser so, weil da war hier diese Eisscholle wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer. Jetzt ist es schon wieder in den Plusgraden, heute Nacht wären es plus 5 Grad, ich bin trotzdem warm angezogen. Leute, erstes Mal, dass ich das ausprobiere, ihr seid live mit dabei. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Kann natürlich auch ein Reinfall werden. Vielleicht kommt auch ein schöner Beifang, ne? Auch auf Fetzenköder kann Zander, Aal, Wels, sonst irgendwas kommen. Ich werde das Ganze mal montieren und dann zeige ich es euch nochmal. Viel habe ich auch gar nicht bei an kleinen Teilen, ne? Hier so eine kleine Box mit ganz wichtig Bimmeln. Da habe ich meine vom Welsangeln genommen. Warum? Weil die hier so eine Knicklichthalterung haben. Ich möchte heute Abend dann auch ein Knicklicht reinhängen, damit ich meine Spitzen immer schön sehe, um zu sehen, habe ich irgendwo auch nur einen sehr leichten Anfasser. So, dann einfach ein paar Vorfächer, eine Ködernadel mit drin, Knicklichter. Oh! Also was sollte man nicht machen? Boah, der ist schon etwas älter. So, da schneide ich mir jetzt mal ein Stück raus. So, fertig beködert ist. Stückchen Sardine aus dem Rücken, saftiger Tauwurm.
Ich bin gespannt. Ich glaube, es kann beides auch echt gute Beifänge liefern, aber wir wollen natürlich, oder ich möchte auf jeden Fall meine erste Quappe. Ich bin gespannt, Freunde, ob das hier was wird. Seid ihr auch gespannt? Wir werden sehen. Ihr könnt ja, wenn ihr Erfahrung schon im Quappenangeln habt, mal schreiben, was euer Lieblingsköder auf Quappe ist, ob einer von diesen beiden Favorisierten oder ob ihr uns vielleicht sogar noch einen Tipp geben könnt, welcher Köder eurer Meinung nach noch besser läuft. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich probiere die zwei heute aus. Mal gucken, was Jonas nachher macht. Zeige ich euch dann vielleicht im Dunkeln auch mal noch. Und jetzt kann es reingehen damit. Ihr seht, jetzt ist es schon ganz schön dunkel geworden, ne? Also jetzt wird es langsam mit der Filmerei etwas schwierig. Ich hoffe, ich habe euch noch so ein bisschen meine Montagen mal zeigen können im Hellen. Das war auch eigentlich die Grundintention dahinter, dass ich hier noch am Nachmittag hingefahren bin, weil wenn ihr gar nichts davon seht, was ich hier irgendwie fische, ist auch blöd, denke ich mir. Auch wenn es jetzt nur der erste Versuch ist. Wenn Jonas nachher kommt, werden wir, denke ich mal, noch ein bisschen was filmen. Ich habe ja auch das Kameralicht bei, aber wir wollen hier natürlich jetzt auch nicht Flutlicht strahlen. Auf der anderen Seite sitzen auch noch ein paar Angler. Ihr hört auch, es ist laut. Ich bin mal sehr gespannt in der Nachbearbeitung, wie laut hier so das Rauschen von dem kleinen Wasserfall ist und von der Autobahn. Also ich hoffe, ihr hört hier was, weil ansonsten wäre das natürlich auch blöd, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier nur Hintergrundgerausche abbekommt. Naja, ich bin wirklich gespannt, was hier die Sache bringt. An sich echt ein cooler Spot. Ich glaube, hier könnte man echt öfter mal angeln gehen, aber hier ist auch sonst eigentlich immer alles besetzt mit Anglern. An sich die Stelle, dass hier der Fluss quasi endet und die Tierchen nach oben, das ist schon so ein Wasserfall von 2 Meter Höhe, dass die hier nicht drüber kommen. Ich denke mal, das könnte dafür sorgen, dass sich hier einiges an Fisch, nicht nur Quappen, sondern generell einiges an Fisch sammelt. Ich habe vorhin schon einen Hecht gesehen, als ich hier mit meiner Spinnrute kurz mal geguckt habe, wie tief es ist. Der kam dem Gummifisch etwas hinterhergeschossen. Ich bin gespannt, wann Jonas kommt. Dann werde ich mich, denke ich mal, nochmal melden. Und jetzt mache ich mir erstmal einen warmen Glühwein in die Tasse, würde ich denken. Denn Ruten sind fertig. Jetzt kann es losgehen mit der Beißphase. Aber immer fürs leibliche Wohl auch sorgen, Freunde. Wir hören uns später. Ich habe jetzt öfter mal das Problem, dass ich wirklich einfach in meiner Rute sehe, die Spitze geht runter und ich dann jetzt nach einer Weile mal die Montage raushole und ich habe Dreck an meiner Schnur. Allerdings habe ich gerade wirklich positiv festgestellt, dass ich habe jetzt noch nichts abgemacht, mein Köder, mein Wurm in dem Fall, wirklich komplett frei hängt. Also mega gut, die Montage scheint, wenn sie am Grund liegt, wirklich alles, was an Kraut kommt, abzufangen, bevor es an meinem Köder landet. Also das ist wirklich eine gute Sache. Damit habe ich tatsächlich hier nicht gerechnet, denn sowas ist hier an dem Fluss tatsächlich öfter mal ein Problem. Ne? Also das ist richtig krass. Köder ist trotzdem frei. So, mein Köder hat jetzt nochmal eine kleine Modifikation erfahren. Ihr seht es schon, da ist wirklich ein großes Bündel am Start. Ich habe jetzt zu meinem ersten Wurm, den ich drauf hatte, noch einen Wurm in 3 Stücke zerteilt. Und ich hoffe mir jetzt auf jeden Fall, dass dadurch mehr Geruch vom Wurm im Wasser landet. Ich weiß nicht, ich glaube, zappeln tut er jetzt nicht wirklich mehr. Dafür ist es wahrscheinlich einfach nur zu kalt. Der eine Kollege ist noch vital, aber einfach wirklich diese Geruchsstoffe unter Wasser zu haben, das sollte auf jeden Fall jetzt nochmal einen Plus bringen. Das hoffe ich zumindest. So, Freunde, Jonas ist da und ich hatte gerade tatsächlich den ersten Biss. Also richtig krass, es war diesmal nicht wie beim Dreck immer die Rutenspitze einfach langsam runter, sondern wirklich zack, zack, zack. Aber auch wirklich nicht zu sehen auf meiner Rute mit Sardine. Und jetzt haben wir 4 Ruten drin, also schauen wir mal. Du hast, glaube ich, sogar 2 mit Köderfisch, ne? Genau, also 2 mit Fischfetzen. Ne? Also genau, ne? Wir machen ja Fetzenköder hier wirklich nur was Kleines, handliche Portionen für die Quappen. Wir wissen ja auch wirklich gar nicht, was können wir hier erwarten. Große Quappen, kleine Quappen, überhaupt Quappen. Gucken wir mal. Aber ich sag mal, Zander und so weiter kann ja zum Beispiel auch beißen. Wir hoffen mal. Wir werden uns jetzt mal noch ein bisschen mit Glühwein und Jagertheeche wärmen. Ne? Und wir melden uns, wenn hier nochmal was an den Ruten zu vermelden ist, Freunde. Wir sind heiß, ein paar Stündchen haben wir hier noch. Ne? Jetzt ist wirklich absolute Dunkelheit, soll ja beste Beißzeit für die Quappen sein. Daumen drücken, weiter geht's. Wir hatten jetzt, oder ich hatte jetzt den nächsten Biss. Guckt euch mal den Fetzen an. Also der ist jetzt hier wirklich komplett zerrissen. Es gab wieder ein paar Ruckattacken in der Spitze. Ich glaube, die Sardine scheint ein guter Köder zu sein und scheint an der richtigen Stelle zu liegen. Allerdings, ja, muss ich jetzt vielleicht einfach den Fisch mal länger schlucken lassen oder so.
oder es sind halt einfach wirklich sehr, sehr kleine, aber das ist krass. Also das war jetzt wirklich eine eindeutige Attacke, würde ich sagen. So, jetzt hat es gerade mal wieder in der Route gescherbelt und ich habe mal direkt nach so einem kleinen Zupfer angehauen. Und jetzt hier hat sich doch wahrscheinlich jetzt auch für alle Anfasser herausgestellt, dass es eher ein kleiner Döbel war. Also der hängt auch wirklich total spitz, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, wirklich komplett vorne hat sich die Sardine runter gesnackt. Ja, ist wirklich sehr klein, also ich denke mal keine 30 cm. Entschneidert, aber leider nicht der Fisch, den wir heute hier im Sinn hatten. Also eine Quappe sieht anders aus, sieht schöner aus, aber immerhin Fisch gefangen. Der darf jetzt auch zurück. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit vor uns. Halbe Stunde bleibt uns noch. Muss jetzt mal gucken, womit ich das neue beköder, aber immerhin entschneidert. Ne? Petri, Dank. Na, die Quappen kommen noch. Ich hoffe mal, ne? Also die Größe würde mir schon ausreichen bei einer Klappe, ne? Für die erste. Ja. So Leute, jetzt hat uns der Regen hier ein bisschen in die Knie gezwungen. Es hat angefangen zu nieseln. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört, aber wir wollen trotzdem jetzt für heute Feierabend machen. Es ist jetzt spät genug. Ich glaube, es geht langsam auf um 9 zu. Und leider ist dieser eine kleine, wirklich sehr kleine Döbel der einzige Fisch geblieben für heute. Leider keine Quappe. Das heißt aber nur, nicht, dass es jetzt ein schlechter Angeltag war, sondern wir müssen es einfach nochmal probieren. Ja? Also da nützt alles nichts. Wahrscheinlich aber eher im nächsten Jahr, weil hier in Sachsen ist es ja auch so, dass ab 1.1. die Quappe Schonzeit hat. Oder man guckt nochmal in ein anderes Bundesland. Das müssen wir einfach mal sehen, wie sich das alles so ergibt. Aber wir beenden auf jeden Fall hier den Angeltag und für euch das erste Video in 2023. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hoffen auch beide trotzdem, dass ihr einen guten Start in die Angelsaison 2023 habt oder ein Ende der Angelsaison, wenn es dann für euch erstmal in die Schonzeit geht. Aber auch in der Schonzeit kann man schön die Zeit nutzen, um auf ein paar Friedfische zu angeln. Ich würde sagen, ihr solltet auf jeden Fall wieder einschalten, wenn es das nächste Mal heißt. Halt's mal, da beißt doch was. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Ciao.